Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute möchte ich gerne mit euch zusammen in die Degusta-Box aus dem Monat September hineinschauen. Und wenn du Bock drauf hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Hol dir definitiv was zu essen und zu trinken, denn das hier ist eine Foodbox und es könnte sein, dass ich euch das Ganze etwas schmackhaft machen könnte. Die kostet 15,99 € pro Box und pro Monat. Wenn du die noch nicht abonniert haben solltest, kannst du mit meinem Code Claudi 6 € auf deine erste Box sparen, sodass du nur noch 9,99 € für die erste Box bezahlst. Du hast hier immer einen Warenwert drin, der ich glaube immer über 20 € ist oder immer so um 20 € herum. Es sind coole Produkte drin enthalten, die neu sind, die man vielleicht einfach noch nicht so im Supermarkt gesehen hat und ich feiere diese Box sehr, sehr ab, jedes Mal, wenn sie hier eintrifft, denn sie hat uns schon oft auf eine neue Reise mitgenommen und ja, ich bekomme sie in Kooperation zugeschickt, darf auch eine davon, also eine zu dem Zeitpunkt, wo ich auslose, aktuelle Box verlosen. Alles, was du dafür tun musst, um an der Verlosung teilzunehmen, steht unter dem Video in der Infobox. Schau super gerne einfach mal vorbei. So, ich habe jetzt schon die Box aufgerissen und jetzt sehen wir einmal hier den ersten Blick in die Box. Goldene Herbstmomente werden uns versprochen, da bin ich wirklich gespannt. Hier sind scheinbar auch einige Schoki-Sachen drin. Ich liebe es jetzt schon. Und ich habe sogar 2 Flyer hier drin. Vielleicht fehlte bei einem irgendwas, ich weiß es nicht. Genau. Ist aber zweimal genau der gleiche. Egal. Dann haben wir so ein bisschen Werbung mit dabei von Teja und von Ehrmann. Oh. Degusta Box Cold, der Adventskalender. Leute, hier gibt es einen Rabattcode. Ich habe nämlich keinen eigenen. Damit bekommst du den für 38,99 € anstatt für 44,99 €. Der sieht wunderschön aus. Und ich werde ihn auch auf jeden Fall vorstellen. Der kommt aber erfahrungsgemäß immer relativ spät, sodass ich ihn euch nicht vorstellen kann, bevor er bei euch eintreffen würde, sage ich jetzt einfach mal. Richtig cool. Und hier habe ich jetzt den Blick in die Box und ich sehe jetzt schon, dass die Box gut wird, denn wir haben Snacks am Start. Die ist bis oben gefüllt, was ich immer so cool finde. Das ist eine Marke OLW, keine Ahnung, die habe ich so noch nicht im Supermarkt gesehen. Cheese Balls liebe ich, wirklich. Finde ich richtig lecker. Käsebällchen, das ist so richtig herzhaft und wenn man dann einfach irgendwie, oh, ich liebe es. Ich finde es großartig. Ich gehe auch manchmal tatsächlich zum Kühlschrank und esse mir einfach eine Scheibe Käse. Vielleicht ein bisschen Ketchup drauf. Das ist so Traum, ne? Oh, das ist so ein Röllchen mit Ketchup drauf und geil. Genau. Und hier läuft mir jetzt schon das Wasser im Mund zusammen. Richtig, richtig cool. Und wie gesagt, Käsebällchen, da kriegen sie mich mit. Gehen immer gut. Und das ist viel hier drin, ne? Steht, das ist aber auch nicht auf Deutsch. Das ist irgendwas Schwedisches. Interessant. 160 Gramm sind hier drin. Sehr interessant. Cool. Kann ich vielleicht heute Abend mal essen? Da haben Schatzi und ich ein DVD-Abend. Sehr cool. Dann habe ich hier Wert das Original Caramel Bites. Geil, die habe ich noch nirgendwo gesehen. Blissful, knusprig, luftiger Kern mit Malz und einem Hauch Salz. Umhüllt von sanftcremigem Wert das Karamell. Oh mein Gott. Das möchte ausprobiert werden. Man hätte hier entweder diese Sorte drin haben können oder die Cookie-Variante. Ich glaube, die Cookie-Variante wäre noch besser für mich gewesen. Malz ist eher sowas für meinen Freund tatsächlich. Der trinkt auch super gerne Malzbier. So schauen diese kleinen Prömpel aus. Den probiere ich doch jetzt mal direkt. Lecker. Mhm. 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 Der Malz kommt nicht, oder das Malz, kommt jetzt nicht so intensiv raus, was ich gut finde. Kann man hier so zumachen, damit da nichts irgendwie rausgeht. Die werden, boah, was esse ich denn jetzt heute Abend? Karamellbites oder Käsebällchen? Für morgen früh habe ich ja auch was mit dabei, das feiere ich jedes Mal aufs Neue, und zwar Aufbackbrötchen. Schatzi hat jetzt eine Heißluftfritteuse gekauft, ne? Die sind von, was ist denn die Marke? Slow Bio Organic Demeter, keine Ahnung, was da jetzt genau die Marke ist, mit Weizensauerteig zubereitet. Hier, Bio Vital Rusti. Okay, da sind 4 Stück drin. Wie gesagt, Schatzi, Papa vor allem, oh Gott. Papa auch. Schatzi hat eine Heißluftfritteuse organisiert, hat er gekauft. Und da kann man halt auch so Brötchen drin aufbacken. Das spart halt Energie, ne? Und ja, die können wir dann morgen früh essen. Er ist jetzt nicht so der Fan von Brötchen, wo außen dran auch so Körner sind. Ich mag das ja richtig gerne. Wir haben es jetzt da. Oh, und hier ist noch richtig viel drin. Wir grillen heute Abend.
Da könnte dieser Tomatenketchup von Hela doch zum Einsatz kommen. 70% Tomatenmark, sonnengereifte Tomaten aus Spanien und Portugal. Sehr, sehr, sehr nice. Also das passt jetzt wirklich gerade sehr gut. 300 Milliliter haben wir hier drin, ne? Also ich habe ja eben noch von Tomatenketchup gesprochen, ne? Den ich verwende, wenn ich meinen Käse so pur esse. Und das geht aber auch super zum Grillen. Sehr cool. Oh, was ist hier alles Geiles drin? Okay, was... Also... Ja, es ist quasi Beefy Carrot, nein, Beefy Roll in vegetarisch. Ein vegetarischer Mühlensnack, Typ Salami im Teigmantel auf Basis von Weizen. Proteinquelle, sehr interessant. Die müssen wir jetzt ausprobieren, oder? 40 Gramm sind hier drin. Also, okay, von innen sieht es jetzt nicht so mega sexy aus, wie die Außenverpackung verspricht, ne? Aber das ist nicht schlimm, denn das landet doch eh in meinem Bauchi. Er hat noch keine Wurst erwischt. Aber so sieht das dann quasi aus. Du hast halt ein Weißbrot und da drin ist einfach dann eine vegane Wurst. Es schmeckt richtig gut. Also als Snack zwischendurch kann ich mir das auf jeden Fall gut vorstellen. Ne? Wird hier gleich auf jeden Fall weitergegessen. Vorher trinke ich mir aber ein bisschen was. Karolinen aus gutem Grund. Zitrone, Holunderblüte mit natürlichem Mineralwasser. Feinperlig, ohne Kalorien. Für den einen oder anderen vielleicht interessant. Ne? Man soll ja viel Wasser trinken. Gerade jetzt, wir haben es jetzt hier, wo ich drehe, 30 Grad draußen am 8. September. Und da kannst du gar nicht genug trinken im Prinzip. Ne? Das ist echt heftig. Ich sag mal Prost. Das schmeckt mir gut. Oi. Ja, das schmeckt wirklich angenehm. Da fehlt auch keine Süße. Es ist jetzt nicht super gekühlt, weil ich habe das Paket eben von unserem DHL-Boten bekommen, ne? Doch, das tut gut. Das wird hier auf jeden Fall noch weiter getrunken. Und wenn ich hier heute fertig bin, ist es sicherlich leer. Dann habe ich hier was drin. Das ist ein Ehrmann Foodie. Ein Foodie gleich eine Mahlzeit. Kokoslicious. Nee, Kokolicious. Das werde ich jetzt natürlich nicht zu mir nehmen, weil das hat super viele Kalorien, ne? Also... Sowas ist halt wirklich eher etwas, wenn du wirklich gar keine Zeit hast, dann zu frühstücken oder so. Wenn du mega krass Stress hast oder so, dann macht das auf jeden Fall Sinn, bevor man halt so gar nichts im Bauch hat. Ne? Aber an und für sich bin ich eher so ein Fan von wirklich festen Mahlzeiten. Aber für mal eben so, wenn du es halt einfach brauchst, ist es eigentlich gar nicht so verkehrt. Das ist jetzt bis zum 12. Oktober diesen Jahres haltbar. Ich denke, in der Zwischenzeit bis dahin wird sicherlich irgendwann mal sich das ergeben, dass man sagt, Mensch, ich habe gerade keine Zeit, ich bin mega im Stress und keine Ahnung. Dann nimmt man sich das und dann hat man halt was im Bauch. Ne? Ja. Also ich kann mir das wirklich vorstellen, manchmal, wenn ich so zu einem Event fahre oder so, dann habe ich wirklich einfach vorher keine Zeit oder ich weiß ich nicht, und dann packe ich mir das eben in eine Tasche, dann habe ich das mit dabei, wenn ich im Zug sitze oder so, und dann kann ich mir das eben trinken, ne? Zum Beispiel geht es auch Anfang Oktober tatsächlich zu einem Dalton-Event. Vielleicht macht das Sinn, ne? Und da fliege ich irgendwie schon morgens um 6 oder so und ja, dann macht das auf jeden Fall Sinn. Gut, dann habe ich hier etwas. Grison, wir lieben, was wir backen. We love what we bake. Zebra Bites. Waffelecken mit Nuss-Nougat-Creme. Oh Gott. Also heute will mich die Degusta-Box wirklich um ihren Finger wickeln. Und sie schafft es. Oh. Ja, das sind halt solche Eckendinger. Und die sind gefüllt, dann wahrscheinlich mit so einer Nuss-Nougat-Füllung. Ich weiß gar nicht, was ich hier zuerst aufessen soll. Das ist alles so lecker. Also schmeckt mir richtig gut, weil diese Zebra-Umhüllung ist so luftig leicht, ne? Das ist sehr lecker. Sehr, sehr lecker. Selbst wenn ihr euch nicht die Box jetzt abonnieren würdet, die Produkte, die ich euch hier jetzt bislang gezeigt habe, kann man sich definitiv mal angucken. Da wird mein Freund sich freuen, denn er liebt diese Teile. Sunrise ist original, das sind diese, ja, so Puffreis ist da drin. Ne? Und dann ist das mit Schokolade. Also der wird mir das in 0,6 leer ziehen. Mhm. Fein, wird er lieben. Freue ich mich, dass es hier mit drin ist. Finde ich gut. Ist auch sehr lecker, muss ich wirklich sagen. Mhm. Aber er liebt es noch ein bisschen mehr als ich. Also von daher
werde ich mir die Käsebällchen gönnen, während er sich den Sunrise gönnt, oder? Das wäre das Original. Ich weiß es nicht. Dann habe ich hier von Teja Taste My World Edition 1. 4 Bio-Tees zum Probieren. India, Italy, Orient und New Zealand. Sehr interessant. Da hatte ich auch schon mal etwas von, aber ich glaube, den hatte ich dann kalt getrunken. Mache ich ja auch manchmal, ne? Dass ich mir einfach einen Teebeutel in ein Glas Wasser reinmache, ohne da irgendwie kochendes Wasser zu nehmen. Mit Feige oder mit Ingwer oder mit Orange. Also wirklich einmal quer um die ganze Welt, das finde ich sehr, sehr ansprechend. Und es kommt ja auch wenn es jetzt noch sehr, sehr heiß ist, aber es kommt jetzt ja auch bald die etwas kältere Jahreszeit, also der Herbst, der Winter. Da bin ich ja voll into Tee, ne? War auch eins der ersten Sachen, die ich hier oben in der Küche gestellt habe. Ein Wasserkocher. Okay, und jetzt habe ich hier noch das letzte Produkt drin. Und auch das, also alles wird hier vernichtet werden. Das sage ich euch so. Shogetten Gold Salz Caramel Crisp. Entschuldigung. Das ist ja mal richtig geil. Oh mein Gott. Wir hatten auch mal irgendwann... War das auch in der Degusta-Box, diese Schoketten, die man als Eis machen kann? Oh, die habe ich in Tiefkühler gemacht. Ich habe das ganze Ding auf links gezogen. Ich glaube, meine Mama war an dem Tag da. Die hat, glaube ich, 2 oder 3 von den Dingern gegessen. Und ich die ganze Zeit, probier mal. Und ich habe das Ding leer gezogen. Oh, das war so lecker. Okay, komm, wir probieren das jetzt hier auch mal. Da war das in der Degusta-Box Cold sogar drin. War auf jeden Fall ultra. Also Schoketten gab es auch immer. Ich glaube, bei meiner Oma... Ich weiß es nicht. Irgendwo gab es das bei uns auch immer. Hatte irgendwie immer am Start. Ja, und Schoketten sind halt dafür bekannt, dass es schon halt direkt einzelne Dinger sind, ne? Oh. Mm, das Karamell da drin ist so ein bisschen flüssiger. Boah. Aber die müssen auf jeden Fall in den Kühlschrank. Richtig lecker. Und Salz passt halt super zu sowas, weil... Also Salz, dieses, also Salz unterstützt halt auch einfach diese süßen Gerichte oder süße Produkte. Mein Gott, ist das eine geile Degusta-Box. Gönnt euch die wirklich. Das ist so seit Monaten die beste oder fast generell die beste Degusta-Box, die ich hier hatte. Hier sind hammer krass geile Produkte drin. Gibt es nur im September zu kaufen, ne? Schaut in der Infobox vorbei, da habe ich euch das verlinkt. Und wie gesagt, mit Claudi könnt ihr sparen. Ich bin hin und weg. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Ich habe richtig Bock, das alles aufzuessen, aber leider nur diesen einen Bauchi. Ihr Lieben, das wäre es jetzt hier von mir gewesen. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir super gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich echt drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao.